und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ark Survival Evolved. Und zwar Mit dem lieben Exider. auf der Center Map. Er ärgert mich damit, er unterbricht mich immer. Versuche dich nur so ein Konzept zu bringen, dann klingt das ehrlich, als wenn du immer wieder denselben Text sagst. Ich kann auch mal was anderes, anstatt eine Begrüßung muss ich: Hey, yo, Leute, alles klar bei euch, ey, voll cool. Aber das ist nicht so meine Art. Deswegen sage ich lieber, wo wir sind, was wir gerade machen. Ich weiß, ihr klickt auf das Video und dann seht ihr ja was, ne? Ihr seht ja schon per Text, was das überhaupt alles ist. Jetzt aber mal nebensächlich, jetzt geht es nämlich weiter. Wir haben nämlich eine kleine Erklärung, warum das hier jetzt gerade ein bisschen anders mit den Blumentöpfen und sowas alles aussieht. Wir hatten nämlich ein kleines Problem mit dem Server. Genau, durch ein Update wurde eine der Konfigurationsdateien vom Server überschrieben. Das hat dazu geführt, dass unsere Mods nicht mitgeladen wurden. Was wiederum dazu geführt hat, weil wir haben ja eine Mod für größere Stapel, also dass man mehr stapeln kann. Und alle unsere Stapel von Ressourcen waren eben weg dadurch. Deswegen haben wir uns entschlossen, lieber den Server zurückzusetzen, weil wir hätten sonst 4000 Eisen verloren. Und das ist halt so viel Arbeit, da ist es weniger Arbeit, den Server zurückzusetzen und das, was wir in den 2 Tagen zwischendurch gemacht haben, wieder zu wiederholen. Ja, und das hat ein bisschen Zeit gedauert, aber wir haben es hingekriegt. Wir haben das ganz große Boot wieder. Ich gucke da mal kurz runter hier. Kann man das von hier sehen? Ja, nee, kann man nicht. Das, was dort da unten steht. Da unten, das ganz große Metallboot. Eigentlich, ja, das ist das, eigentlich ist das schon ein Flugzeugträger, aber gut. Das da ist müssen wir erstmal mal ein paar Quetzsale holen, genau, und die darauf landen, damit das standesgemäß aussieht. Ja. Nee, wenn man das ja bauen will, dann ist ja schon so ein, ich will hier immer Tab drücken durch Osiris New Dawn. Ist ein Bronto abgebildet auf diesem großen Transportschiff. Für mich ist das fast schon ein Flugzeugträger, aber es gibt ja hier keine Flugzeuge. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine Mod, aber ich habe noch keine gesehen. Aber wir wollten ja Mods vorstellen. Wir haben allerdings wir hatten schon welche drauf. Die mussten wir ja auch wieder aktivieren und wir haben noch welche hinzugefügt. Und jetzt haben wir uns für solche, der Xer hat das hier gefunden gehabt, für einmal Holz. Und einmal für Stein. Also für Holz, das gefällt mir besser als das für Stein, weil das Stein, das sieht irgendwie einfach abgeflacht aus. Keine Ecken, Kanten oder so. Das sieht irgendwie wie... Das ist halt so eine Mulde, ne? Das sieht... Nein, das, ehrlich gesagt, wenn ich so drauf gucke, wie auch das Licht da drauf scheint, dass das ja gerade so ist, das erinnert mich irgendwie an so eine bepflasterte oder befestigte Straße, wo das mit einem Bild so aussieht, so, weißt du, so eine Straße. Ja, verstehe. Das ist sowas Festes, Glattes, wo Autos drüber fahren können. Deswegen finde ich das Holz hier, das ist nicht 1A akkurat alles gleich oder sonst irgendwie. Das haben sie hier wirklich sich sehr viel Mühe gegeben. Ja, das sieht also, richtig schön aus. Oder der, ich weiß nicht, ob es nur einer war. Auf jeden Fall könnt ihr unten natürlich in der Infobox, Link kriegt ihr, Namen der Mod und sowas kriegt ihr alles. Das ist gar kein Problem. Ihr könnt ihr gucken auch, wer das gemacht hat und Alter, ich finde das so geil, so richtig gut gemacht. Du hast aber, glaube ich, gar nicht erklärt, was es ist. Es ist eigentlich praktisch ein Lager, speziell für Holz und Stein. Ich habe die ganze Zeit erstmal noch über die Grafik, also fürs Aussehen geredet, weil ich das ja immer noch so gefeiert habe. Aber ja, gut, wie er sagt, das ist Lager für Holz und Stein. Genau. Also gedacht ist es dafür, dass man da eben sehr viel Holz oder eben sehr viel Stein drin lagern kann. Genau, wir öffnen das mal. Also hier ist extrem viel Platz. Und das werden wir auch sicherlich brauchen, wenn wir nicht gerade das, ja, so als Nebenprodukt, wenn wir das zu viel kriegen oder so, können wir das reinlagern. Aber ansonsten, wir verbrauchen das momentan ja alles immer noch. Und da wir haben ja glücklicherweise die andere Mod mit den größeren Stapeln. Genau. Deswegen sind wir da nicht ganz so bedürftig, aber ich finde die Idee auch sehr schön. Ja. Weil es ist eben so Massenware, die du irgendwo lagern musst und dann kann es auch gerne schön aussehen. Ganz genau, und deswegen werden wir auch diese Mod unten in die Infobox reinknallen, damit ihr das zum Stapeln auch findet, falls ihr sowas sucht oder so, was klappt oder was nicht, weil wir hatten schon mal eine, die ist dann, ja, die ist dann irgendwie verschwunden. Ja, die wurde nicht mehr weitergepflegt und funktionierte damit nach einem Patch nicht mehr. Genau. Und da war eben alle unsere Sachen wieder weg.
Ja, und das war sehr schade, aber bis jetzt hatten wir mit dieser Mod wirklich absolutes Glück. Hat alles 1A funktioniert. Und jetzt ist es zwar leider wieder hell, weil ich wollte euch noch etwas mit einer Fackel zeigen. Und zwar gibt es ja diese stehenden Fackeln, diese hier, die jetzt so im Grün hier ich euch zeige. Ah, mal in dem Hintergrund. Die Torch. Und zwar gibt es ja die normale. Die verbraucht nicht ganz so schnell wie ein Lagerfeuer, glaube ich, Holz. Und soll eben halt hauptsächlich Licht spenden, euch zeigen, wo was ist und sowas alles, wie ein Standpunkt oder sowas. Finde ich immer ganz gut, weil die immer so hoch ist und nicht so klein wie ein Lagerfeuer. Wir haben eine Mod schon drauf gehabt die ganze Zeit, und zwar um den Radius, wenn ich mich richtig erinnere, den Radius zu erweitern, damit das Licht mehr genau. ins ganze Feld reingeht, damit man mehr sieht. Mehr sehen also und schneller sehen. Genau, die Reichweite. Und wir, beziehungsweise ich habe dann mir die Mod ausgesucht. Also er hat ja die eine Mod hier ausgesucht. Ich habe die jetzt ausgesucht. Mit verschiedenen Farben des Feuers. Da dachte ich mir so, episch. Es stand schon episch im Namen drin. Da dachte ich mir, okay, gucken wir mal. Hm. Oh, tolle Farben vom Feuer. Und genau das will ich mir jetzt mal angucken. Also da bin ich jetzt scharf drauf. Die werden wir uns jetzt hier mal einfach ein paar hier hinsetzen. So nebeneinander. Zack. Ich brauche hier sowieso Licht. Brauche ich zwar nicht, aber ich sag's jetzt mal so. Ich brauche hier die ganze Zeit Licht, deswegen knalle ich jetzt das Ganze hier einfach hin. Ich habe 5 Stück gemacht. Eine normale habe ich jetzt leider gerade nicht. Kann ich auch nicht herstellen, habe ich nicht gelernt. Die Orange sieht richtig gut aus. Ja, irgendwie wie eine normale, ne? Ja, ja, aber schöner. Ich habe jetzt herausgefunden gehabt, woran der Fehler lag. Ja, man solle am besten einfach nur die Farben anstatt das Zündholz, wo es eigentlich dran brennen sollte, reintun. Also man darf da... Also wir haben hier eine weiße, eine schwarze, eine orange, eine rote, eine blaue. Ich hatte aber, glaube ich, noch eine Farbe, eine gelbe. Okay, die funktionieren nicht so gut. Also orange und gelb funktionieren wirklich nicht so gut. Hm. Aber ich finde es irgendwie echt cool. Ich habe jetzt nur 5 gebaut gehabt. Das sollte eigentlich auch reichen. Aber es gibt natürlich so viele Farben, die ich am liebsten ausprobieren möchte. Aber die habe ich selber noch nicht hergestellt. Das dauert ja auch eine Zeit. Hm. Aber eine lila wäre doch echt geil. Auch hier im Holz sieht das so aus, als wenn hier eine Disco irgendwo steigt. So. Sieht echt nicht schlecht aus. Ich find's genial. Schön. Also die Mod ist zwar... Der praktische Wert ist eher gering, aber es sieht schön aus. Genau. Ich könnte es nicht besser ausdrücken, ehrlich. Also mir gefällt die Mod auf jeden Fall sehr, sehr geil. Natürlich, alle Mods, die wir vorstellen, sind unten in der Infobox. Mit dem Link über Steam sind die zu erhalten, im Workshop, unter Community, dann Workshop und dann kann man ARK eingeben. Und dann findet man die so ziemlich, ja, die es da angeboten werden, sage ich jetzt mal. Also die ist auf jeden Fall gratis. Ich weiß nicht, wie es ist, ob man da irgendwelche auch zahlen muss oder so. Aber die... Ich glaube, die du über Steam über den Workshop kriegst, sind alle gratis. Ja, auf jeden Fall finde ich das sehr geil. Weil das alles Usergemachte sind. Richtig geil gemacht. Richtig geil. Und einem wird auch warm, wenn man daran geht. Ehrlich, ich habe eben das Symbol gehabt. Das ist heiß. Ja, da unten. Das Symbol ist heiß. Gehe ich weg. Ist nicht mehr heiß. Also, kein Brennholz drin, aber es ist Hitze da. Ach, die Schwarze ist geil. Ich bin mal gespannt, wie es bei Nacht aussieht. Ich warte jetzt auf Nacht und ihr werdet es dann auch sehen. Die nächste Mod, die wir auch schon drauf haben, die ich sehr gerne vorstellen würde, ist die, wo man Rüstungssattel, also die sehen mehr wie Rüstung und sowas aus an den ganzen Dinos. Die würde ich gerne vorstellen, indem wir ein paar herstellen und ein paar Dinos auch haben natürlich, wo man die dran zeigen kann. Das heißt, wir müssen ein paar T-Rexer besorgen. Ja. Weil die Hälfte der Rüstung ist nur für einen T-Rex.
Ja, es dauert eben halt ein bisschen. In der Zeit werden wir allerdings auch noch, das ist nämlich auch noch was Interessantes, werden wir erstmal noch einen Fahrstuhl bauen von unten, um unsere Dinos, die hier aus Versehen immer runterfallen, schnell wieder nach oben zu kriegen oder schnell nach unten halt, weil wir unten ja die Schiffe haben und hier oben in Sicherheit eigentlich so ziemlich wohnen. Ja, kann man eigentlich sagen, so ziemlich in Sicherheit wohnen, ne? Naja, wenn die Pflanzen da vorne ausgewachsen sind, ist, glaube ich, da geht's dann, glaube ich, nicht mehr. Ja. So. Wir wollen jetzt natürlich... Aber dass die Füße im Boden sind, das ist genial. Ab einer bestimmten Stelle ist man hier immer im Boden mit den Füßen. Ach ja. Man versinkt... Oh, das ist hier Treibsand oder sowas. Ist halt das Gras was höher. Also, oder der Boden sehr weich. Ja, ja, wir haben hier alles abgeerntet, damit wir hier Platz haben zum Bauen und so weiter. Wie weit sind denn unsere Pflanzen eigentlich? Oh, die sind sehr gut. Sehr gut. Denen geht's gut. Schön. So, er ist natürlich weiter am Farmen. Oh, ich finde die immer noch so toll. Na gut, also, ihr werdet es gleich sehen, wie sie im Dunkeln aussehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Ciao.